Sind alle Dreiecke gleichschenklig? Ich denke nicht. Aber ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis. Und das Video ist auch lang genug, um ihn zu fassen. Ich brauche dazu ein bisschen die Kongruenzsätze. Sowas wie Winkel, Seite, Winkel, Seite, Winkel, Seite. Ihr wisst schon. Das heißt, wer sich damit noch nicht auskennt, müsste sich erstmal schlau machen. Ansonsten kann ich einfach mal loslegen. Konstruiere ich also ein beliebiges Dreieck ABC. Hier habe ich schon mal eins fertig gemacht. Und dann zeige ich, dass die Seitenlänge AC genauso lang ist wie die Seitenlänge BC, also diese Seite genauso lang wie diese Seite. Das ist offensichtlich falsch, aber wie gesagt, erstmal den Fehler finden. Dazu brauche ich ein paar Hilfslinien. Zunächst einmal zeichne ich die Mittelsenkrechte auf die Seite AB. Ich schreibe da mal MISE dran für Mittelsenkrechte. Ebenso brauche ich die Winkelhalbierende durch den Punkt C, das heißt die Linie, die den Winkel Gamma in zwei gleich große Teilwinkel Gamma halbe teilt. Den Schnittpunkt der beiden bezeichne ich mit S. Von S aus ziehe ich das Lot auf die Seite AC und das Lot auf die Seite BC. Die Lotfußpunkte bezeichne ich einfach dem Alphabet weiterfolgend mit D und E. Und zu guter Letzt zeichne ich von S aus auch noch die Strecken zu A und zu B. Das ist es. Der Beweis wird in zwei Teilschritten ablaufen. Ich zeige zuerst, dass das Dreieck SDC kongruent zu dem Dreieck SEC ist. Und zur besseren Sichtbarkeit habe ich die beiden Dreiecke mal eingefärbt, so in hellgrün und hellblau. Danach zeige ich, dass das Dreieck ASD kongruent zum Dreieck SEB ist. Auch hier habe ich sie eingezeichnet mit Gelb und mit Orange. Man sieht per Augenmaß, das kann nicht stimmen. Aber wie gesagt, es lässt sich mathematisch zeigen. Damit ist der Beweis dann auch schon erbracht. Denn dann ist die Strecke AD genauso lang wie die Strecke BE. Und die Strecke DC ist genauso lang wie die Strecke EC. Das heißt, insgesamt ist die Strecke von A nach C genauso lang wie die Strecke von B nach C. Auf geht's ins Detail. Zum ersten Dreieck. SDC soll kongruent sein zu SEC. Das Ganze geht nach Winkel, Seite, Winkel und läuft folgendermaßen. Zuerst haben wir eine gemeinsame Seite, nämlich die Seite SC. Dann haben wir einen gleich großen Winkel, nämlich den Winkel Gamma halbe. Es ist ja die Winkelhalbierende. Und weil der 90-Grad-Winkel auch noch drin ist, habe ich hier unten einen Winkel Delta, der nach dem Winkelsummensatz in beiden Fällen 90 Grad minus Gamma halbe ist, weil eben 90 Grad plus Gamma halbe plus Delta 180 Grad ergeben muss. Das heißt, hier unten habe ich in beiden Fällen Delta und dann habe ich Winkel, Seite, Winkel erfüllt. Zweites Dreieck. Das wäre dann ASD, kongruent zu SBE. Das geht nach dem Kongruenzsatz SSW. Und zuerst habe ich die gleich langen Strecken SD und SE. Und zwar, weil wir gerade gezeigt haben, dass die oberen Dreiecke kongruent sind. Dann müssen auch die Seiten entsprechend gleich lang sein. Ist klar. Ebenso ist SA genauso lang wie SB. Das sind die orangenen Linien. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil S ist ja der Schnittpunkt aus Winkelhalbierende und Mittelsenkrechte, liegt also auf der Mittelsenkrechte. Und damit haben wir eine gewisse Symmetrie von S aus nach links, nach rechts. Das ist achsensymmetrisch zu A und B. Also müssen diese beiden Strecken auch gleich lang sein. Außerdem ist eine Linie das Lot auf die eine Seite. Das heißt, wir haben auch dort 90 Grad Winkel in den Punkten D bzw. E. Ja, und das ist es doch auch schon. Fertig. Quod erat demonstrandum. So, jetzt magst du vielleicht noch denken, ja, aber Seite, Seite, Winkel gilt ja nur, wenn der Winkel der längeren Seite gegenüber liegt. Schlaufuchs. Aber der Winkel ist der 90-Grad-Winkel und der liegt per Definition der Hypotenuse gegenüber und die Hypotenuse im Dreieck ist die längste Seite im Dreieck. Das heißt, hier ist der Fehler nicht. Guter Versuch. Weiterdenken. Viel Spaß beim Knobeln. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.